unter den zahlreichen Kommentaren, die mir immer wieder unter meine Videos schreibt, bin ich erstmal tierisch dankbar dafür. Ist alles super cool, dass wir so ausgiebig über bestimmte Themen diskutieren können. Ich habe mir jetzt hier mal ein Thema rausgefischt, das gar nicht so häufig behandelt wurde, bei dem ich aber stutzig geworden bin und mir gedacht habe, okay, da will ich jetzt auch mal ein bisschen mehr drüber wissen. Und zwar geht es hierbei um das Thema Anlage C. Bei meiner Recherche im Internet habe ich gemerkt, dass Anlage C irgendwie doch ein größeres Thema ist. Zumindest flackert das immer mal wieder auf. Ich weiß nicht genau, wo die Theorie herkommt, dass Anlage C existiert, aber ich kann dir mit diesem Video hier sagen, ja, im Endeffekt gibt es Anlage C. Das heißt, wenn man so ein Auge zudrückt oder einfach auch beide Augen, dann sieht man aber nichts mehr. Also wenn man ein Auge zudrückt, dann existiert Anlage C. Wo und wie und warum erfährst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß damit. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bevor das Video losgeht, möchte ich ganz kurz nochmal auf meinen Twitch-Livestream eingehen. Da haben wir angefangen, das Spiel Jurassic Park The Game zu zocken und sind auch soweit eigentlich ziemlich gut vorangekommen. Ich müsste jetzt im nächsten Livestream damit fertig werden. Der wird sich noch ein bisschen verzögern und der Grund liegt da hinten in der Ecke. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht, aber ich habe einen Husky. Ich habe jetzt einen Husky und der liegt da in der Ecke und schläft sich gerade einen ab. Das Ding ist einfach nur, der ist noch sehr jung und muss im 2-Stunden-Rhythmus einfach vor die Tür. Das heißt, es wird schwer, dann irgendwie einen Livestream zu machen, wenn ich dann ständig wieder raushetzen muss, mit dem Husky Gassi gehen muss. Sobald der Hund dann aber wirklich stubenrein ist, geht das ganz normal weiter und dann gibt es auch wieder den letzten Livestream. Ich schätze mal, es wird der letzte Livestream werden. Ich habe mich ja bei dem jetzigen, beim aktuellen, ein bisschen dumm angestellt. Das heißt, vielleicht werden es auch noch zwei Livestreams sein, aber auf jeden Fall das eben nur zur Info, es wird damit weitergehen und das eben dann, sobald der Herr da hinten stubenrein ist. Viel Side-Info abseits des eigentlichen Themas. Wir reden jetzt über Anlage C. Es könnte in diesem Video passieren, dass ihr vielleicht mehr Infos habt als ich. Es liegt ganz einfach daran, dass ich gerade an einem riesigen Timeline-Video für euch arbeite. Das heißt, ich werde demnächst ein Video veröffentlichen, in dem ich wirklich die gesamte Jurassic-Timeline mit euch bespreche. Das geht dann los vor 65 Millionen Jahren. Der Kampf gegen den Giganotosaurus, also zwischen T-Rex und Giganotosaurus, und endet dann eben mit Jurassic World Dominion. Und bei der Recherche zu diesem Video bin ich, meine ich, auf die Antwort gekommen, was Anlage C denn sein könnte. Damit nehme ich euch jetzt irgendwie auch schon so einen Teil dieser Timeline-Besprechung vorweg, aber ich meine, die wird eh relativ lange gehen und dennoch in zwei Parts aufgeteilt werden. Deswegen ist das, denke ich mal, okay, wenn wir das einfach mal hier besprechen, weil ich finde, das ist auch ein Thema für ein einzelnes Video und ich fand es einfach sehr interessant. Hoffe ihr auch und deswegen quatschen wir jetzt einfach mal darüber. Falls ihr überhaupt nicht wisst, wovon labert der Kerl eigentlich gerade, Anlage A und Anlage B, das erkläre ich euch mal ganz kurz. Anlage A, so wurde das aber, glaube ich, nie genannt, wäre im Endeffekt aber Isla Nublar, also die Insel, wo der Jurassic Park gebaut wurde und auch später der Jurassic World gebaut wurde, also der offene Park, der Besucher empfangen konnte. Aus Sicherheitsgründen hat sich John Hammond aber dazu entschieden, die Brutstation der Dinosaurier auf einer anderen Insel zu verlagern. Das heißt, die Dinosaurier werden auf Isla Sorna ausgebrütet. Das ist eben Anlage B. Die sehen wir zum Beispiel in Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3. Und dann werden die Saurier von dort in den fertigen Jurassic Park gebracht. Ein Einwand, den ich hier auch schon mal gelesen habe, ist, ja, macht das überhaupt Sinn? Warum sind dann eigentlich Brutstationen auf der Isla Nublar? Das sehen wir ja bei den Velociraptoren, das sind ja quasi dann auch so mehr oder weniger diese Brutstationen, die kennen wir aus den Spielen. Also warum sind die da, wenn die Saurier doch angeblich nur auf Anlage B ausgebrütet werden? Außerdem sehen wir auch in den Laboren von Jurassic Park 1, dass hier Velociraptoren in einem Labor ausgebrütet werden und dann eben später in diese Aufzuchtstation. Sorry, es sind keine Brutstationen, das ist nur in den Spielen so, es ist eine Aufzuchtstation, verlagert werden, die aber im Jurassic Park, also auf Isla Nublar sind. Bevor John Hammond sich dazu entschieden hat, den Jurassic Park auf Isla Nublar zu errichten, also zu eröffnen, war sein großer Traum ja dieses Amphitheater in San Diego gewesen. Und hier sollte ursprünglich der erste Jurassic Park entstehen. John Hammonds ursprünglicher Plan ist es also gewesen, Isla Nublar als Anlage B zu benutzen, um die Saurier von dort eben auf Anlage A, was damals eben noch San Diego war, zu befördern. Ich hoffe, ich kann das Ganze nachvollziehbar erklären. Das bedeutet, genau genommen, wenn man das wirklich genau nimmt, war der Jurassic Park in San Diego, auch wenn er nie so weit vorangeschritten ist, war ursprünglich Anlage A gewesen. Das würde Anlage A, wie wir sie kennen, also die Insel, in dem der Jurassic Park entstanden ist, zu Anlage B machen und Anlage B
auf der Dinosaurier später gezüchtet wurden, wäre demnach Anlage C. Ich könnte mir gut vorstellen, dass so das Gerücht mit Anlage C entstanden ist, denn wir haben jetzt hier nun mal quasi drei Inseln. Allerdings wurden hier eben nur die Variablen verschoben. Denn der Jurassic Park in San Diego ist nie fertig gewesen, beziehungsweise wurde auch nie eröffnet. Und John Hammond hat sich dann nämlich letztendlich, und da gehe ich auf der großen Storybesprechung nochmal genauer drauf ein, dazu entschieden, den Jurassic Park lieber auf der Isla Nublar zu eröffnen und nicht auf dem Festland. Deswegen wurde kurz danach eben die Isla Sorna auch noch von Ingen gepachtet und zu Anlage B verfrachtet. Ich hoffe, ich konnte hiermit das Gerücht von Anlage C ein bisschen aufräumen. Das ist jetzt einfach nur das, was ich aus meinen Infos herausnehmen konnte. Ich meine, jemand von euch hat mir auch geschrieben, es gäbe wohl schon Videos über das Thema Anlage C. Ich werde mir die auch nochmal anschauen. Vielleicht erzähle ich hier auch kompletten Bullshit. Und Anlage C ist wirklich mal ein Ding gewesen, was auch genannt wurde. Aber ich meine, das würde irgendwie so Sinn ergeben, dass so diese Theorie entstanden ist, weil eben der Jurassic Park von San Diego auf Anlage B, die damalige Anlage B, verschoben wurde. Und deswegen wurde auch Anlage B von diesem, von Isla Nublar auf Isla Sorna verschoben. Das heißt, im Prinzip gab es kein Anlage C, aber es gab eben dann schon drei Schauplätze, die den Jurassic Park abdeckten. Eben San Diego, Isla Nublar und Isla Sorna. Das ist jetzt so meine Vermutung und irgendwie bin ich der Meinung, das würde auch Sinn ergeben. Jetzt gibt es ein paar Spezialisten, die wahrscheinlich sagen, ey, du hättest dich einfach vorher mal kurz 5 Minuten informieren können im Internet. Das ist vollkommen richtig. Allerdings habe ich auch schon öfter die Kritik abbekommen. Ja, alles, was du hier erzählst und was du machst, das fußt ja auf irgendwelchen Sachen, die man eben schon kennt. Nennt man in der Regel Quellen. Hierzu wäre das einfach jetzt eine Quelle, die ich mir selber erarbeitet habe. Das wäre also jetzt quasi meine Aussage dazu. Wie kam es zu Anlage C? Gab es Anlage C? Eigentlich nicht. Wie kam es zu Anlage C? Das hast du jetzt in diesem Video erfahren. Schreib mir mal deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Ist mein Standpunkt zu Anlage C nachvollziehbar oder sagst du, nee, ist eigentlich kompletter Schwachsinn? Oder hat vielleicht sogar jemand wirklich Anlage C entlarvt? Und das wurde mal irgendwo genannt und vielleicht sogar offiziell bestätigt, dass es sowas jemals gegeben hat. Ich werde da auf jeden Fall nochmal nachrecherchieren. Hier habt ihr jetzt auf jeden Fall ein Video, was wirklich komplett auf meinen Recherchen und meinen Vermutungen basiert. Damit bin ich jetzt fürs Erste raus hier mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir trotz allem gefallen und es ist cool, dass ich eben auch mal sowas mache und eben sage, okay, ich versuche jetzt einfach nicht mir die Antwort aus dem Netz rauszuziehen, sondern einfach jetzt versuchen, meine eigene Antwort aus Fakten, die ich mir selber zusammengetragen habe, irgendwie selbst zusammenzuschlüsseln. So viel also jetzt von mir zum Thema Anlage C. Schreib mir deine Gedanken, wie gesagt, in die Kommentare unten rein. Ich freue mich tierisch drauf, die zu lesen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.